Magazin. Nürnberg ist gerade zu den ersten 20 Städten mit der besten Lebensqualität gewählt worden. Der Wirtschaftsstandort Nürnberg spielt ebenfalls in den oberen Rängen mit. Und Erlangen ist das Medical Valley und führt eine traditionelle Unternehmerstadt. Und bei mir zu Gast sind jetzt der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, Herr Balleis, guten Abend. Guten Abend. Und der Wirtschaftsreferent von Nürnberg, Herr Fleck, guten Abend. Guten Abend. Fange ich doch mit dem Oberbürgermeister an, würde ich sagen. Wie geht's denn wirtschaftlich eigentlich? Ja gut, da muss man unterscheiden, also was die Unternehmen anlangt oder die Städte selbst, also die Stadtverwaltung, die Stadthaushalte. Die Stadthaushalte, die stehen im Moment miserabel da, weil einfach die Einnahmen für die Kommunen massiv eingebrochen sind, vor allen Dingen die Werbesteuer. Die Unternehmen selbst, ich beginne da mal mit Siemens, es ist international aufgestellt, von daher geht es dem Unternehmen sehr gut. Vor allen Dingen die Erlanger Bereiche sind hochprofitabel, verdienen sehr viel Geld. Das leider nicht in Form von Gewerbesteuern in Erlangen ankommt, weil in München sehr viele defizitäre Bereiche sind. Aber insgesamt kann man sagen, stehen die Unternehmen in Erlangen sehr ordentlich da, mit verschiedenen Abstrichen. Aber wie gesagt, die Stadthaushalte, die haben erhebliche Probleme. Herr Fleck, wie ist es in Nürnberg? Ich weiß, Stadthaushalte ebenso. Das unterscheidet sich unwesentlich. Wir haben im Moment ein strukturelles Defizit im Stadthaushalt in der Größenordnung von 200 Millionen Euro. Das stellt riesige Herausforderungen dar und ist im Prinzip objektiv im Moment jedenfalls nicht lösbar. Dennoch müssen wir massiv sparen, das ist klar. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft in Nürnberg, denke ich, in einer grundsätzlich relativ soliden Verfassung, trotz der großen Schwierigkeiten. Wir hatten ja so zwischen 98 und 2001 einen enormen Aufschwung, Beschäftigung kräftig zugelegt, deutlich über Bundesdurchschnitt, mehr Arbeitsplätze geschaffen. Seit 01, 02 gibt es nun, bedingt durch die allgemeinen Rahmenbedingungen in Deutschland, auch in Nürnberg, deutlichen Zuwachs wieder der Arbeitslosigkeit. Aber, und das ist wichtig, wir haben in Sachen technologischer Kompetenz und in Sachen erfolgreicher Unternehmen eine Reihe von Aushängeschildern. Und nach der letzten Prognosestudie beispielsweise liegen wir unter den Technologiestandorten in Deutschland zwischenzeitlich von 97 immerhin auf Rang 4. Das ist eine tolle Leistung und das ist auch eine sehr gute Ausgangsposition für das, was uns in den nächsten Jahren ins Haus steht. Ich komme gerade aus einer intensiven Debatte des Wirtschaftsausschusses im Nürnberger Stadtrat, wo wir die EU-Osterweiterung thematisiert haben. Das wird uns in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Da geht es darum, dass wir Beschäftigung in Stadt und Region Nürnberg sichern. Ich frage nicht ohne Grund, denn Ihnen allen ist gemeinsam. Die Städte suchen den Weg in die weite Wirtschaftswelt und das geht unter anderem über Messen. Ende Januar fand in Dubai die arabische Gesundheitsmesse statt und einige Firmen aus der Region Nürnberg waren mit dabei und wir haben sie begleitet. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Ende Januar. Der Sitz des deutschen Generalkonsuls. Empfang und Gartenparty für alle deutschen Aussteller auf der Arab Health Fair, der arabischen Gesundheitsmesse. Generalkonsul Konrad Kapell lädt ein. UNESCO-Sonderbotschafter, Vertreter der Regierung, europäische und arabische Geschäftsleute treffen sich. Es ist zwar eine Feier, aber die Gäste arbeiten, sie schließen Kontakte. Denn Dubai ist so etwas wie das arabische Medical Valley. Es hat den Sinn, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate entschieden hat, dass sie speziell in Dubai als Hub, sagen wir im Englischen, als Drehscheibe auch für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung hier in der Region etablieren will. Deutschland genießt ein gutes Ansehen in den Emiraten. Dieses wird gepflegt und ausgebaut. Wir stellen die Kontakte her zur Regierung. Die Regierung ist ja auch maßgeblich mit beteiligt. Es gibt Staatskrankenhäuser. Die Regierung sendet die Patienten zum Teil nach Deutschland. Und diese Kontakte stellen wir her und auch zu den Krankenhäusern, dann, wo investiert wird. Es gibt ja auch Dubai Healthcare City, wo praktisch dann investiert werden soll in ein Gesundheitszentrum mit einem Universitätshospital im Zentrum. Und diese Kontakte stellen wir her. Das Emirat Dubai, eines von sieben, zusammengeschlossen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Luxus, Handelszentrum des Nahen Ostens, Drehscheibe des Warenverkehrs und Urlaubsland. Die sieben Emirate verfügen über die viertgrößten Erdölreserven der Welt. Daher der Reichtum und die Großzügigkeit der Herrscher und das traditionell moderne Stadtbild. Die Emirate öffnen sich dem Tourismus, denn das Öl wird in den nächsten Jahrzehnten versiegen. Andere Einnahmequellen werden gesucht und gefunden.
Die arabische Gesundheitsmesse Arab Health ist die größte ihrer Art im Mittleren Osten. 1250 internationale Aussteller, einige davon aus der Region. Wir präsentieren eine kleine Auswahl an Wellness-, Massage- und Gesundheitsprodukten, angefangen von den in Deutschland produzierten Massagebänken bis auf Wellness-Auflagen, die magnetisiert sind, Magnetsohlen bis hin zum elektrischen Magnetsystem. Hier eine Infrarot-Ski-Maschine, wo du dir gleich die Füße mit massieren lassen kannst, bis hin zu neuartigen Massagekäfer für das Wohlbefinden der Kunden. Florian Rast, Aussteller aus Erlangen, erklärt Software, die seine Firma Astrum entwickelt hat. Beide Aussteller teilen sich einen Stand, den Stand des Marketingvereins Region Nürnberg. Ohne diesen Verein wären die beiden nicht in Dubai. Wir präsentieren unser Medical Valley hier auf einer der größten Medizinmessen der Welt und wir tun dies gemeinsam mit Partnerunternehmen aus der Region Nürnberg. Wir haben hier einen Gemeinschaftsstand innerhalb des bayerischen Auftritts und wir zeigen hier unsere Kompetenz und unsere Stärke der Region Nürnberg in dem Bereich Medizin, Pharma und Gesundheit. Förderer des Vereins sind Unternehmen, Gewerkschaften, Privatpersonen, Kommunen und Landkreise. Deswegen interessieren sich Politiker wie Petra Guttenberger für die Messe. Es gilt, die Wirtschaft voranzubringen. Das ist ja nur gut für unseren Raum, weil letztlich muss man gucken, wo kann man seine Produkte absetzen. Und hier gibt es wirklich eine große Marktfülle. Da sind ja hier Einkäufer da aus Hongkong, da sind Einkäufer da aus Indien, aus Pakistan, aus Bahrain, aus Dubai selbst. Das ist wirklich ein Anziehungspunkt, nicht nur für den Mittleren Osten, sondern darüber hinaus. Und wenn wir gute Mittelstandsfirmen haben, die tolle Produkte machen, die weltmarktfähig sind, dann sollten die doch dafür auch einen Markt finden. Fünf Schwerpunkte gibt es auf der Messe. Pharmazie, Zahnheilkunde, medizinische Laboratorien, Krankenhaustechnik und das internationale Gesundheitswesen. Deutschland ist mit 260 Teilnehmern der größte Aussteller. Und weil die internationale Konkurrenz groß ist, werden die deutschen Aktivitäten gebündelt. Für bayerische Aussteller wird der Messeauftritt gefördert und organisiert, wenn sie denn möchten. Organisator ist Bayern International, eine hundertprozentige Tochter des Freistaats Bayern. Projektleiter Thorsten Wagner. Bayern International vertritt Bayern, unter anderem Kliniken, Firmen, insgesamt ca. 60 Kliniken und Firmen aus Bayern. Gerade im klinischen Bereich, wo wir auch hier auftreten, versuchen wir natürlich die Kliniken zu unterstützen, sie organisatorisch zu unterstützen, sie in den Markt zu bringen, Wege aufzuzeigen, wie sie in den Markt kommen können, das heißt Patienten nach Bayern zu bringen oder auch für langfristige Kooperationen zu sorgen. Ein Beispiel aus Franken, die Euromed-Klinik aus Fürth. Genau wie der Marketingverein Region Nürnberg stellt sie auf einem eigenen Stand aus. Wir sind seit vielen Jahren in Arabien präsent, hatten mal eine Niederlassung in Kairo und haben dann in den letzten Jahren relativ wenig für ausländische Patienten getan, haben einen kontinuierlichen Zustrom an ausländischen Patienten, haben aber jetzt beschlossen, hier über die Arab Health wieder mal einen Fuß im Ausland zu fassen, Kontakte zu knüpfen und unsere bestehenden Kontakte auszubauen. Zur Verdeutlichung, Bayern International und der Marketingverein Region Nürnberg ziehen am gleichen Strang. Der Messeauftritt wird gemeinsam geplant und durchgeführt. Der Marketingverein nimmt kleinere Firmen aus der Region Mittelfranken mit in das bayerische Boot. Die Region Nürnberg soll eben verstärkt vermarktet werden, international. Wir waren auch schon auf der Hightech Fair in Shenzhen. Wir wollen ja das Ziel der Region Nürnberg e.V. ist es ja, die Region, unsere Region Nürnberg, weltweit auch zu kommunizieren als den attraktiven Standort, der er ist, mit seiner enorm hohen Lebensqualität. Und da suchen wir uns halt eben einige Leitmessen in der ganzen Welt aus, wo wir dies tun. Und jetzt sind wir zurzeit hier in Dubai auf der Medizinmesse Arab Health. Gut, wir kennen ja bislang nur den deutschen Markt. Das ist also unser erster Versuch hier im arabischen Raum. Die Nachfrage ist ähnlich wie in Deutschland, ist also sehr, sehr gut. Wir konnten die letzten Tage einige neue Kontakte schließen und sind sehr erfreut darüber. Erfolgreich. Man kann auch nicht ganz bewerten, ob die Kontakte, die hier mit arabischen Gesprächspartnern geknüpft werden konnten, werthaltig sind. Aber ich denke, das, was man so in letzter Konsequenz sagen kann, sind wir ganz zufrieden. Größere Konzerne aus der Region Nürnberg sind übrigens auch vor Ort, mit einem entsprechenden Auftritt.
Für die mittelständischen Unternehmen ist die Hilfe des Marketingvereins unverzichtbar. Denn Dubai ist das Tor zum Golf. Es ist die Drehscheibe für Waren, Finanzen und Dienstleistungen. Und für die Zeit nach dem Ölboom ist Dubais Wirtschaftsstellung gesichert. Der Tourismus boomt. Die Emirate sind zum Beispiel der größte Goldimporteur der Welt. Das Edelmetall ist im Vergleich günstig. Es gibt einen Freihafen ohne Zölle und eine Industriezone für Hightech-Betriebe, in die über 1 Milliarde Euro investiert wurden. Ein lukrativer Markt für die Region Nürnberg, wenn er denn genutzt wird. Gabi Engel und Florian Rast sind dazugestoßen. Guten Abend. Abend. Florian, wie war der Auftritt da unten? War es ein Erfolg? Das wird sich jetzt zeigen. Ich meine, als Hersteller einer Softwarelösung für den Personaleinsatz, wir optimieren den Personaleinsatz bei Unternehmen, wird man sehen, dass solche Investitionen nicht auf einer Messe getätigt werden. Das heißt, es sind langfristige Kontakte, die wir anbahnen wollen. Aber da haben wir sehr vielversprechende Kontakte geschlossen. Ja. Das heißt, auch schon mal telefoniert, getroffen oder ein schönes Business-Mittagessen gehabt oder so? Das hatten wir unten, aber die Telefonate sind natürlich geflossen. Es gibt viele Kooperationspartner, die sich angeboten haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Für uns ist es enorm wichtig, dass wir international aufgestellt sind und die Zusammenarbeit mit der Region Nürnberg bietet uns für uns da eben auch die entsprechende Plattform, in Länder reinzukommen, die wir so in der Art noch nicht hatten, in unserem Vertriebsgebiet. Wie teuer war das jetzt, dieser Auftritt? Ich meine, das sind Flüge, Hotel, der Stand muss gezahlt werden. Die Kosten, sind die okay eigentlich dann für eine Firma, mittelständische Firma zum Beispiel? Die sind vergleichsweise niedrig. Würden wir mit einem eigenen Stand auftreten, hätten wir das Mehrfache von den Kosten tragen müssen. Also das ist wirklich nicht so gewaltig gewesen. Für den Ertrag, den wir uns davon versprechen, muss ich sagen, hat sich das absolut gerechnet. Ja. Gabi Engel, wer bezahlt das Ganze? Also ich weiß, das wird gefördert, der Freistaat fördert und Kommunen, Landkreise, Gewerkschaften und auch Privatpersonen sind dabei. Ist das schon alles? Also der Verein insgesamt hat mehrere Einnahmequellen sozusagen. Also wir haben natürlich auch Mitglieder, ca. 400, die auch ihre Mitgliedsbeiträge leisten. Mhm. Zudem haben wir in den ersten Jahren auch immer eine Förderung des Freistaates Bayern erhalten. Das war meistens eine Projektförderung. Und wir leben natürlich auch von den Sponsoren von unserer heimischen Wirtschaft. Mhm. Aber das sind sozusagen die größten Einnahmequellen, ja. Also Siemens zum Beispiel ist jetzt kein Sponsor in dem Sinn, weil die einen eigenen Stand hatten. Sehe ich das richtig so? Also das war jetzt allgemein für den Verein, nur für die Messe arbeiten wir dann natürlich mit den Geldern, die wir haben. Siemens ist ein großer Sponsor der Region Nürnberg e.V. und somit auch im Endeffekt für unseren Auftritt in Dubai. Aber jetzt nicht konkret, wir haben natürlich einen Beitrag durch die Vereinsgelder für diesen Gemeinschaftsstand geleistet, aber wir haben eben auch mit diesen Firmen, die mit am Gemeinschaftsstand waren und die auch ihren finanziellen Beitrag dazu geleistet haben, diesen Stand finanzieren können. Man muss allerdings auch sagen, wir waren ja innerhalb dieses Bayern-Standes. Dieses Bayern International ist wieder innerhalb des Deutschlandstandes gewesen. Mhm. Und dieser Deutschlandstand sozusagen, der wird gefördert durch den Staat Deutschland. Also wir bekommen auch günstigere Quadratmeterpreise, die wir sonst hätten, wenn wir jetzt direkt bei der Arab Health buchen würden. Mhm. Also immerhin eine Region München gab es jetzt nicht in diesem Bayernstand, wobei da natürlich viele Müncher Firmen mit dabei waren. Ja, aber die, also aus Bayern, meine ich, war die Region Nürnberg die einzige Region, die sich als Region dargestellt hat, ja. Wie funktioniert das jetzt, wenn ich, sagen wir mal, ein Unternehmen hätte, dann gehe ich zu Ihnen und sage, Mensch, Gesundheitsmesse in Dubai nächstes Jahr im Januar, würde mich interessieren. Wie funktioniert das? Ja, also wir suchen uns Partner. Entweder wir sprechen Unternehmen an oder meistens auch sprechen uns Unternehmen an. Es kommt irgendwie zustande auf anderen Terminen oder durch andere Gespräche. Mhm. Und dann gucken wir, wie viele Partner mitgehen möchten. Und das, so buchen wir dann die Quadratmeterzahl und machen gemeinsam. Wir haben uns am Anfang getroffen, haben überlegt und gemeinsam diskutiert, wie könnte so ein Konzept aussehen, wer braucht wie viel Platz und so weiter. Also das ist, wir machen das recht locker, recht leger. Wer braucht wie viel Platz, wie stellen wir das Ganze hin, wie machen wir das und so. Und da streiten sich dann die Aussteller, nee, das ist jetzt meine genau, Wand, die linke Wand ist schöner. War das so, Herr Rast? Nee. Nein, keine. Jeder kriegt dann so ein Drittel, es waren 3 Aussteller. Vier insgesamt, genau. Ja. Und nein, es war wunderbar, auch mit den Ausstellern, muss ich jetzt auch mal sagen, zusammenzuarbeiten. Mhm. Es geht ja darum, unsere Region zusammen darzustellen, gemeinsam an den berühmten gemeinsamen Strang zu ziehen. Mhm. Und da finden wir schon alle einen Weg, ein bisschen aufeinander zuzugehen und dann hat einer mal da ein bisschen weniger, dafür hat er da ein bisschen mehr. Also wir haben dann eine ganz gute Zusammenarbeit gefunden. Was glauben Sie, meine Herren, bringt das was? Natürlich.
Denn in einer globalisierten Welt müssen sich die Unternehmen natürlich auch international aufstellen. Man kann nicht nur den deutschen Markt betrachten und auch nicht nur den europäischen Markt. Mhm. Und vor allem, wenn man das in dem Beitrag gesehen hat, welches Potenzial im Mittleren Osten steckt. Und wenn man sich vor allen Dingen auch mal vorstellt, die Europäer haben hier im Moment riesen Vorteile gegenüber den Amerikanern. Denn die Amerikaner haben da massive Imageprobleme. Denken Sie nur mal an den Irakkrieg. Mhm. Und diese Marktchancen, die müssen wir nutzen. Für Nürnberg? Mit Sicherheit genauso zu sehen. Wir haben die Riesenchance, gerade als Wirtschaftsstandortregion jetzt nach außen zu gehen. Wir sind im Zeitalter der EU-Osterweiterung einer der zentralsten Wirtschaftsstandorte in Europa. Das versuchen wir natürlich auch international zu vermitteln. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade in der Situation der wachsenden Globalisierung Unternehmen aus Stadt und Region Nürnberg, vor allem den kleineren und mittleren, eine Chance geben, da mitzugehen, sich zu präsentieren auf Messen. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass wir den Standort selber auch entsprechend mit darstellen. Das macht der Regionalmarketingverein als eine unserer Säulen im Bereich der Wirtschaftsförderung dieser Region sehr erfolgreich. Das machen auch wir beispielsweise als Stadt Nürnberg gemeinsam mit anderen Partnern. In Kürze wieder auf der CeBIT in Hannover beispielsweise im IT-Bereich. Wir werden im Mai wieder auf der internationalen Kongressmesse sein, gemeinsam mit der Nürnberg-Messe. Und wir werden, das ist auch ein sehr erfolgreiches Beispiel für den Standort insgesamt, werben im Herbst wieder auf der Expo Real. Da tun wir das als Städteachse Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, gemeinsam auch mit dem Regionalmarketingverein, sodass es internationale Messeauftritte heute ein ganz wichtiges Instrument sind, um zum einen den Standort hier auf die mentale Landkarte von potenziellen Investoren zu bringen und zum anderen aber eben auch immer Unternehmen die Chance zu geben, da mitzugehen und sich als kleineres, mittleres Unternehmen dort auch zu präsentieren, sich Märkte zu erschließen. Wie wird so ein Erfolg gemessen an den Abschlüssen, die man dann tätigt? Oder also in die Zukunft können Sie noch nicht schauen? Also normalerweise geht man auf eine Messe als Softwarehersteller, um was zu verkaufen. Wir hatten das Ziel, den Markt besser kennenzulernen. Wir haben einen Kunden, das ist der Flughafen Dubai und die Emirates Airways. Für uns war es interessant im Gesundheitsmarkt, wir haben immerhin 250 Krankenhäuser als Kunden, aber noch nicht in dem arabischen Raum, in Golfstaaten, wie dieser Markt sich für uns darstellt. Und für uns haben wir jetzt sehr wichtige Erkenntnisse rausziehen können aus dieser Veranstaltung, haben jetzt hier einen Marketingplan erstellt, einen strategischen Vertriebs- und Serviceplan, nach dem wir jetzt vorgehen werden. An diese Informationen kommt man also von hier aus gar nicht dran. Mhm. Man muss sich mit den Leuten unterhalten, man muss die Kontakte knüpfen. Und das war, wie gesagt, eine sehr gute Gelegenheit. Und das werden wir in Zukunft sicherlich weiter nutzen. 2005 also auch wahrscheinlich. Schauen wir. Jetzt wird man da, wenn man mitmacht, als wie Herr Rast, dann wird das praktisch staatlich gefördert ein bisschen, aber auch privat gefördert, sehe ich richtig so. Jetzt könnte ein, sagen wir, mittelständischer Bäcker zu Ihnen kommen und sagen, hey, das sind doch meine Steuergelder, Freunde. Und warum bringt ihr mir jetzt mich mit dem Taxi meine Kunden vor meine Bäckerei, damit die da einkaufen? Wäre das eine Kritik? Nein. Man muss natürlich ganz klar sehen, welche Märkte zur Verfügung stehen. Ja. Ein Handwerker hat ja seinen lokalen Markt vor Ort. Mhm. Und für den Handwerker ist es nicht besonders sinnvoll, ich sage jetzt mal, zu internationalisieren. Mhm. Vor allen Dingen muss man natürlich auch dabei sehen, bei diesen wirtschaftsfördernden Aktivitäten geht es ja darum, dass letztlich eine Investition in die Zukunft stattfindet. Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern letztlich soll ja dieses Geld nicht nur zurückkommen, sondern mehrfach zurückkommen. Und denken Sie mal, die deutsche Wirtschaft ohne Export, da wären wir also ein Entwicklungsland. Ja. Von daher müssen wir natürlich Staat, der Freistaat Bayern, aber auch die Städte sehr intensiv dafür arbeiten, dass unsere Unternehmen auch international aufgestellt werden und dass wir sie entsprechend dabei unterstützen. Man muss ganz klar sehen, die Geschäfte müssen die Unternehmer selbst machen, aber wir müssen mit dafür sorgen, dass gute und verlässliche Rahmenbedingungen gesetzt werden und dass auch entsprechende Anreize kommen. Meine Damen und Herren, wir sprechen gleich weiter über Bäcker und Dubai. Zurück beim Talk über die arabische Gesundheitsmesse in Dubai im Januar. Herr Ballais, Medical Valley wird immer so posaunt, überall. Ist es wirklich so? Gibt es nur Medizinunternehmen in Erlangen? Oder ist es nicht zu einseitig, Das ist wäre natürlich einseitig, wenn wir sagen würden, wir haben sonst nichts anderes. Mhm. Aber wir haben eine klare Stärke im Bereich von Medizintechnik und Gesundheit. Und wenn man sich heute entsprechend differenzieren muss im regionalen Wettbewerb, dann muss man klar gucken, wo habe ich spezifische Stärken. Und das ist natürlich bei uns im Bereich Medizintechnik und Pharma.
Und wir können heute schon sagen, dass nahezu jeder vierte Arbeitsplatz in Erlangen in diesem Bereich angesiedelt ist. Und da gibt es eigentlich keine Großstadt in Deutschland, die Ähnliches von sich behaupten kann. Und deswegen geht es darum, Profil zu zeigen und dieses Profil ganz klar weiter auszubauen. Das bedeutet nicht, andere Bereiche zu vernachlässigen, aber in der Werbung nach außen, da setzen wir ganz klar auf dieses Feld oder neudeutsch würde man sagen, auf diesen Cluster. Ach, da Cluster. Hat natürlich jede Stadt so seinen Schwerpunkt. Das macht ja sozusagen den spezifischen Vorteil auch von Stadt und Region Nürnberg im Moment aus, dass wir einen Schwerpunkt haben im Bereich Medizintechnik, Pharma in Erlangen, dass wir einen Schwerpunkt haben mit den neuen Materialien in Fürth, dass wir einen Schwerpunkt haben im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik in Nürnberg, im Bereich Verkehrstechnik, Logistik in Nürnberg, im Bereich der Energietechnik, der Leistungselektronik. Dass wir aber insgesamt dann sozusagen ein Mosaik haben in der Stadt, in der Region, das wir dann nach außen auch gemeinsam vermarkten, wo wir sagen, jawohl, wir haben diese Kompetenzfelder, diese Cluster, wie gerade das beschrieben worden ist, und die versuchen wir dann natürlich auch auf den entsprechenden Messen mit entsprechenden Aktivitäten darzustellen. Jetzt war Dubai, Sie hatten auch eine Erlanger Firma dabei, ja, Medizintechnik, ne? Genau. Herr Rast, das ist ja eigentlich keine Medizintechnik an sich, sondern das ist Software für alle im Prinzip, können alle benutzen, größere. Ja, wenn der Großteil Ihrer Kunden aus dem Bereich kommt, dann können wir das auch dazu zählen. Aber da war wirklich eine Medizintechniker dabei? Ja, aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, Peter Brehm, Titanimplantate, die auch sehr gut angekommen sind. Das sind sehr hochwertige Produkte und in den arabischen Ländern gilt auch wirklich noch dieser Slogan Made in Germany, da gilt da wirklich noch was und also mit diesen Produkten haben wir unglaublich Kontakte oder durch die Produkte haben wir sehr viele Kontakte bekommen. Es waren sehr viele Interessenten bei uns am Stand, die diese Titanimplantate, wir hatten auch ein paar so Beispiele dabei und die sind sehr gut angekommen. Ja. Die Qualität war da, war eine sehr große Begeisterung da. Eine letzte Frage habe ich noch an die Dame, weil vorhin der Herr anfangen durfte. Was sind die nächsten Projekte im Herbst oder wann geht es weiter? Es geht nicht im Herbst, es geht nicht erst im Herbst weiter, es geht gleich morgen weiter. Die nächsten Projekte sind, ich werde wieder nach Dubai gehen, auf die Arabian Travel Market im Mai, weil es ist ganz, ganz wichtig, die Kontakte immer weiter zu pflegen. Mit einmal dahin, das geht leider nicht, man muss immer wieder dort sein, immer wieder auch die Kontakte pflegen, mit den Leuten reden. Die Mentalität der Araber ist ähnlich auch oder ähnlich auch wie die in China, sehr viel persönliche Kontakte. Wir werden dann auch wieder bei der Expo Real im Herbst mit dabei sein und es wird in diesem Jahr, hoffe ich, dass es klappt, oder wir denken, dass es klappt, auch die Kulturwoche in Nürnberg in Shenzhen sein und da werden wir auch wieder in China unsere Fahne hochhalten. Dann sage ich, Xie heißt, glaube ich, auf Chinesisch Danke, wenn ich das auch richtig weiß. Vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Glück für die Wirtschaft, viel Glück für die Gespräche wieder mit den Arabischen Emiraten. Dankeschön. Dankeschön.